Die ungarische Fantasie der Gebrüder Doppler für zwei Querflöten und Orchester. Die Brüder Franz und Karl Doppler waren österreichisch-ungarische Komponisten und lebten um die Mitte des 19. Jahrhunderts und wirkten zunächst vor allem in Budapest, dann in Wien. Sie konzertierten auch in Weimar, wo sie Franz Liszt begegneten. Über ihr kompositorisches Wirken hinaus aber waren sie vor allem so etwas wie die Paganinis der Querflöte und erlangten als reisende Virtuosen Berühmtheit in ganz Europa. Ihre ungarische Fantasie, die Sie jetzt hören werden, ist ein äußerst virtuoses Werk, welches unseren beiden Solisten Susi Schliefer und Hironaru Saito wirklich alles abverlangt. Sie, meine Damen und Herren, werden sowohl über die Komposition, aber auch und insbesondere über das Können der beiden Solisten staunen. Viel Vergnügen.